Vater veröffentlichte alle Vierteljahre einen Rundbrief an alle ehemaligen Erzieher und ehemaligen Zöglinge, um den Kontakt aufrechtzuerhalten, damit also auch man notfalls mal sein Herz ausschütten kann und dann den Mädchen das Angebot gemacht wird, ihr habt immer noch eine Heimat in diesem Heim. Wenn ihr ein Gespräch sucht mit einem, mir, dann stehe ich euch zur Verfügung. Und da ist natürlich, was kann man vom Pfarrer anders erwarten, der erste Aufsatz immer eine theologische Interpretation eines Wortes. Und da hat Vater, oder es wird, den Artikel hat nicht mehr Vater selbst geschrieben, aber es wurde Vater angelastet, das vom Judengott Jahwe gesprochen. Und das ist als Aufhänger benutzt worden. Und dann schrieb der völkische Beobachter in Berlin, wie lange will Staat und Kirche zulassen, dass deutsche Mädchen das Heil versprochen wird vom Judengott Jahwe. Und das hat keine 24 Stunden gedauert. Da hat sowohl der Staat als einer der Träger der Stiftung, der das Heim gehörte, als auch die Kirche, der andere Träger des Heims war, die Entlassung von Vater veranlasst. Da gab es auch in damaliger Zeit schon schnelle Verbindungen, Telefon gab es ja. Und Vater wurde also zitiert und musste sowohl in Weimar als auch in Eisenach antanzen und er wurde entlassen. Und musste sofort Köstritz das Heim verlassen und sehr schnell ganz Köstritz verlassen. Vater erzählte, dass er manchmal nach Köstritz noch gekommen ist, dann ist er mit dem Auto gefahren worden von unten her. Man kann, der Friedhof liegt ganz am Rande der Stadt. Dann konnte er wenigstens mal nach Köstritz an das Grab seiner Frau fahren. Aber sonst war ihm also Köstritz verboten. Seine gesamte Tätigkeit hatte er damit verloren. Dass die Kirche so schnell reagiert hat, liegt daran, dass die thüringische Kirche fest in nationalsozialistischer Hand war. Es gab ja damals den Kirchenkampf zwischen bekennender Kirche und deutschen Christen. Und es gab innerhalb der deutschen Christen verschiedene Flügel noch, besonders krasse. Und die krassesten aller krassen, das ist die thüringische deutsch-christliche Bewegung gewesen, die in der Hand der Landeskirchenleitung war. Deshalb wurde Vater da so schnell abgekanzelt. Und der Staat Thürings war auch fest in nationalsozialistischer Hand. Der war sogar schon NS-mehrheitlich gebildet vor dem 30. Januar 1933. Die Thüringer waren sehr dem Nationalsozialismus zugetan.